KI-Kompetenzen sind sehr wichtig, weil jetzt auch jeder darüber redet. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man auch die einzelnen Methoden dann auch einordnen kann. Und insbesondere jede Methode erfordert ein bestimmtes Denken. Und diese Kompetenz muss man sich aneignen. KI lernen kann man nur, indem man es tut. Darüber reden bringt nichts, sondern man muss wirklich selbst erfahren, welche Probleme, auch Chancen dadurch ja sich ergeben. Aber vor allem, wie schwierig es ist, damit umzugehen. In der Hochschulbildung hat meiner Ansicht nach die künstliche Intelligenz ein unglaubliches Potenzial. Denn das Schöne ist, mit diesen Methoden können auch wirklich alle arbeiten. Mitunter auch Methoden, die ja mehr oder weniger ja im Grunde der Naturwissenschaft vorbehalten war. Jetzt geht es dann auch praktisch in allen Fächern. Weil es eben die Möglichkeit ist, ganz unterschiedlich dann eben Phänomene, ob das nun Naturphänomene, soziale sind, ganz unterschiedlich zu analysieren. Der KI-Campus bietet vor allen Dingen die Möglichkeit, erstmal unterschiedliche Kompetenzen zu bündeln und dann also entsprechend genau darüber auch die Möglichkeit zu haben, das also auch sehr breit bekannt zu machen.